Ist hier auch nicht schlecht. Jetzt gerade die Powerbank angefasst und die fällt mir hier schon auseinander. Ja, das wird immer besser. Wow, wow, wow. Jetzt hätte ich beinahe vergessen zu rekorden heute. Ist schon 10:30. Ralf und Dorothy sind auch schon im Büro. Ja, ich war heute Morgen so ein bisschen im Flow. Da ging es irgendwie so um Datenschutz und DSG, fuck, was weiß ich. Und genau, wer sich jemals damit beschäftigt hat, der weiß, wie viel Arbeit das macht. Und da sind wir jetzt hier in den letzten Zügen, weil Achtung, am 25.04. müsst ihr das umgesetzt haben. Aber wahrscheinlich habt ihr das alles schon und ich bin der Letzte, der sich damit beschäftigt, beziehungsweise der die Sache finalisiert. Genau, heute geht's zur Electronic-Messe nach Wanschai. Wanschai ist ein Stadtteil hier in der Innenstadt quasi, mehr oder weniger. Das sind nur 4 oder 5 U-Bahn-Stationen von hier, also wird deutlich schneller sein von der Anreise. Auch eine deutlich kleinere Messe wahrscheinlich. Und dann besuchen wir, wo ich mich sehr drauf freue, noch unseren Spediteur hier in seinem Ableger in Hongkong. Könnte auch nochmal ein sehr interessantes Gespräch werden. Genau, soweit der Plan für heute. Also wieder volles Programm und wir sehen uns später. Wir haben hier heute den potenziellen Steuerhinterzieher am Start. Der Kollege hier ist bei uns auch im Büro. Ich glaube sogar, das ist der Chef hier von dem ganzen Laden. Jetzt, dass er hier das finanzieren kann, der verschickt die Ware dann auch tatsächlich zu eBay. Aber Gott sei Dank nicht zu eBay Europa, sondern nur in die USA. Deswegen tut mir das jetzt auch gerade nicht weh. Aber es ist tatsächlich so, hier wird noch ehrlich eBay und Amazon Pakete eingepackt per Hand und dann der Post rüber. Nein, ist natürlich keine Steuerhinterziehung. Er lagert ja nicht in der Europäischen Union und daher kann er das genauso tun, wie er es jetzt gerade macht. Ja, alles seine Richtigkeit hier. So, jetzt geht's zur Messe und ich freue mich sehr. Bis gleich. So, los geht's. Sind angekommen, ein bisschen verlaufen. Jetzt geht's in die Dunkelkammer. Aber Besprechungsraum ohne Fenster, aber dafür mit einer fantastischen Einrichtung. Da kommt doch Freude auf. Oder? Hier fühlt man sich wohl. Das ist ja der, glaube ich, der Gründer. Das sieht jetzt auch nicht gerade aus wie ein Asiate. Nee, das IFB ist ja eine. Das ist ein Gründer, genau. So. So sieht's aus. Maybe long time ago. Großes Büro hier. So, jetzt geht's los. Jetzt wollen wir uns ein bisschen unterhalten über Forwarding und Zugtransport, also per auf Schiene, auf See und per Luft. Dann wollen wir mal gucken. So sieht's aus. So, ich halte euch auf den Laufenden. So, jetzt sind wir schon auf dem Weg Richtung Messe. Hier ist schon relativ voll. So. Und los. Obwohl, das ist jetzt auch Mittag hier, trifft sich jetzt gerade auch alles. So, jetzt rechts rum, aber ich habe mal ein paar westlich aussehende Menschen, also irgendwas passiert hier und hier ist jetzt auch der Eingang. Wollen wir mal gucken, was wir hier reißen können. Ich habe heute kein Badge, das muss ich mir jetzt erstmal besorgen. So, hier ist heute deutlich mehr los als auf der Lichtmesse letzte Woche. Ich bin sehr gespannt, was uns hier heute erwartet. Übrigens, letzte Woche hieß ich Dorothy. Und diese Woche heiße ich Ralf. Ja, also ich bin hier nur unter falschen Namen online. Auf der Kanton hier würde das nicht funktionieren, aber in Hongkong wird es nicht so funktionieren. Genau, bei der Kanton hier hast du auch ein Badge mit deinem Passwort. Genau, das wollte ich sagen. Ah, da fällt mir eigentlich, wir müssen das noch machen lassen, ne? Ich habe noch irgendwie einen Kanton hier Ausweis. Dorothy ist jetzt auch wieder verschwunden. Ist hier wie ein Hühnerstall. Ja. Na gut. So, mal gucken. Ist hier auch nicht schlecht. Jetzt gerade die Powerbank angefasst und die fällt mir hier schon auseinander. Ja, das wird immer besser. Das ist der Vorführeffekt. Nein, sie hat gerade gesagt, das ist der Prototyp. Die haben die absichtlich aufgelassen, damit man sehen kann, was drin ist. Ne? Genau, also nicht so schlimm, wie sich das jetzt im ersten Moment angehört hat. Vom Gewicht her kommt die Kappe. Ja, also so sieht eine Powerbank von innen aus. Die Powerbank hat den Vorteil, dass sie außerdem auch noch Wireless Charging hat. Ne? Also es ist schon ziemlich geil. Also das nenne ich mal ein nettes Ding. Auch vom Design her sieht es wirklich schick aus.
Ja, zu guter Letzt hat mir die gute Frau noch mit ihrem Kugelschreiber richtig dick in den Finger gestochen. Ja, wahrscheinlich habe ich die Powerbank nicht ordnungsgemäß behandelt. Also hier wird scharf geschossen. Okay. So. Los geht's. So, das war schon wieder von der Messe hier. Jetzt auch mittlerweile 3 Uhr, bis wir im Office zurück sind, ist 3:30. Beste Zeit, mit der eigentlichen Arbeit zu starten. Genau, Ralf, was ist dein Resümee der Veranstaltung? Ja, es ist sehr, okay, sehr perfekt. Voll. Nein, sorry, war jetzt Spaß. Sehr, sehr voll gewesen. Das liegt daran, dass ja das ist jetzt Elektronik. Und am Sonntag, am 15. fängt ja die erste Phase der Kantumfähr an. Und viele Gäste, die reisen eben heute schon an und gehen dann vorher hier noch bei der Elektronikmesse vorbei. Weil wir haben heute leider sehr, sehr wenig Zeit gehabt. Ich gehe auch nochmal Sonntag früher. Ja. Weil kann ich auch nur jedem empfehlen, die Messe nicht den ganzen Tag da aufhalten. Es gibt ja immer auch noch andere Sachen, die können halt einfach nicht liegen bleiben. Und deswegen kommen wir jetzt ja auch zum Office zurück. Genau, wir fahren jetzt direkt ins Office. Ja, das war es eigentlich jetzt hier von der Show. Dann bis später. 45 Minuten. Hallo? Was machen wir jetzt gerade? Was wir gerade machen? Wir planen gerade unsere Fahrt zur Kantonfähr, zweite Phase. Und haben uns überlegt, mit welchem Zug wir dann von Hongkong nach Guangzhou fahren können oder um welche Uhrzeit. Und dann gibt es auch zwei verschiedene Zugtypen. Der eine ist eigentlich besser und schöner, das ist ein Hongkonger Zug. Aber leider hat er keine Steckdose. Und weil wir die 2 Stunden effizient nutzen wollen, um noch ein bisschen zu arbeiten, werden wir wohl mit dem chinesischen Zug fahren müssen. Ne? Und da werden wir dann wahrscheinlich am 23. abends hier noch schön im Büro arbeiten und dann abends nach Guangzhou fahren. Das sind so ziemlich genau 2 Stunden von der Hum Hong Station. Hat den Vorteil, man reist in Hongkong in der Innenstadt aus und in Guangzhou quasi fast schon in der Innenstadt ein. Also nicht in Shenzhen an der tatsächlichen Grenze. Da spart man unheimlich viel Zeit, weil das sind immerhin 160 Kilometer. Sind das schon, ne? Und da haben wir das jetzt gerade überlegt, wie man es am besten macht, weil genau. Wie gesagt, die komplett übernächste, war nicht die komplette, vom Montagabend bis Freitag früh in Guangzhou sind, wo wir noch unsere Veranstaltung haben und auch zu Kanton vergehen. Genau. So sieht's aus. Also wir sind tatsächlich nur Phase 2 da, also nicht mehr Phase 1 und Phase 3 lassen wir zugunsten der Veranstaltung hier in Hongkong, sowie auch dann des Workflows erstmal fallen. Genau, wir sind zur Veranstaltung da, habe ich ja schon nochmal eingeladen. Ich verlinke das nochmal unten für alle, die es noch nicht gesehen haben. Da könnt ihr euch dann jederzeit anmelden. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Ne? Wir haben auch einen tollen Preis. Wir verlosen was Ordentliches. Wir wissen noch nicht was, aber es gibt schon was Schickes. Das war's für heute. Ein bisschen Messe gehabt, einen spannenden Termin bei unserem Forwarder. Auch hochinteressant gewesen. Da ging es unter anderem intensiv um den Transport von Asien auf Schienen in die Europäische Union. Wäre vielleicht für den einen oder anderen auch sehr, sehr interessant. Also auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, das war's. Wir sehen uns morgen. Ich bin weg. Macht's gut. Tschüss.